Hey, ihr habt die Prüfung der Stärke bestanden. Ja, ein Stärkezeugnis. Wir haben es geschafft, Oliver, wir haben es geschafft. Ja, nicht nur Teilnehmerurkunde. Das haben wir. Das war die letzte Prüfung, ihr habt sie alle bestanden. Oh, es gibt auch ein Geschenk zum erfolgreichen Abschluss. Hier. Du hast eine Seite mit dem Zauber Brücke erhalten. Okay. Zauberbesen. Neue Zauber? Vielen Dank, Meister Solomon. Schick sehen so ja recht nützlich aus. Natürlich sind sie das, Quatschkopf. Ich würde ja wohl kaum irgendwelchen Müll verschenken, oder? Jetzt aber Zeit für die Hauptattraktion. Mein Spezialgebiet Vertraute. Ich werde euch die Geheimnisse der Kreaturenzähmung beibringen. Goll. Kreaturenzähmung? Oh, das klingt interessant. Hey, du bist ein bisschen nervig, aber wenigstens voller Begeisterung. Okay, zuerst erzähle ich euch etwas über das Bezirzen. Was ist denn Bezirzen? Das wollte ich ja gerade erklären, Blödian. Zuallererst braucht man eine besonders braucht man ein besonderes Instrument dafür, okay? Ein Instrument, das heißt also, ja, überlass mir das, Oliver. Ich sollte dir erst eins geben, bevor wir weitermachen. Umbopa. Meister. Gib mir der Harfe. Jawoll, da ist er wieder. Du hältst eine herzergreifende Harfe. Sie ist nicht nur schön, sondern auch nützlich. Du kannst darauf spielen, um Kreaturen zu zähmen und sie so zu deinen Vertrauten zu machen. Ist wahrscheinlich besser, es euch zu zeigen, anstatt es mühselig zu erklären. Ihr seid nur mal ein bisschen langsam. Ich muss ja auch vorlesen, Junge. Oh, nice. Davon hätte ich gerne jeweils eins von. Die Trompetenente, die will ich haben. Hammergeil. Die sieht aus wie Notenschwanz hat hier dran. Ich habe 3 zähmbare Kreaturen vorbereitet. Wählt die, die euch am besten gefällt. Ja, euer Ehren. Du kannst Kreaturen während eines Kampfes zähmen. Versuch es mal mit denen. Und schaut nicht so ängstlich drein. Das sind meine Haustiere, die greifen euch nicht an. Feiglinge. Aber wie zähme ich sie? Nun, wenn du Kreaturen besiegst, sind sie ab und zu dermaßen beeindruckt, dass sie sich glatt in dich verknallen. Wenn das passiert, erscheinen eklige Herzchen über ihrem Kopf, so wie die da. Hihi, das ist niedlich. Bäh, egal. Wenn du die Herzen siehst, ist es an der Zeit, ein Ständchen zu spielen, um sie zu bezirzen. Wenn du das nicht vermasselst, wird die Kreatur zahm und gesellt sich zu dir, um dich als Vertrauter zu begleiten. Das klingt ziemlich einfach. Es ist egal, wer die Kreaturen besiegt, damit sie ganz gefühlsduselig wird und einen anschmachtet. Aber nur du kannst sie zähmen, Esther. Also wenn wir wollen, dass eine Kreatur sich uns anschließt, muss Esther die Melodie spielen. Da habe ich doch gerade gesagt, oder nicht? Schluss mit den blöden Fragen, versuch's einfach. Ja, euer Ehren, aber wie sollen wir wählen? Warum müssen wir wählen, verdammt? Kann er uns nie alle geben, der alle jetzt kragen? Wo liegt das Problem? Die Qual der Wahl, was? Schön. Wenn ihr genug gestöhnt und gemeckert habt, sagt mir einfach, welche Kreatur ihr vollkommen gratis haben wollt. Gratis. Ja, what the fuck? Wonach soll ich die denn jetzt auswählen? Was ist denn hier Trompetenente? Boah, du bist so geil, ey, ohne Spaß. Badubida Baba. Tritra tröt. Ja, auf jeden Fall. Dieser doof dreinschauende Kerl schimpft sich Trompetzer. Ach, was. Er hat eine gute Verteidigung, einen starken magischen Angriff und kann Feinde in Schlaf versetzen. Er ist ziemlich vielseitig, möchte ich meinen. Du solltest auf jeden Fall eher die Kreaturen nehmen als die beiden anderen. Die sind nämlich Müll. Aha. Das hier ist ein Butzermännchen. Hat zwar einen doofen Namen, aber der kann den Leuten noch mehr Angst einjagen als ich selber. Er kann ordentlich zuhauen und ein paar richtig fiese Tricks lernen.
Du solltest auf jeden Fall eher die Kreaturen nehmen als die beiden anderen. Die sind nämlich Müll. Ja, das sagt er jetzt über jeden. Wie? Diese niedliche Kreatur ist ein Kristallraune. Eine Kristallraune, jawohl. Sie ist nicht sehr begabt, was normale Angriffe angeht, aber sie hat ein paar nette magische Angriffe drauf. Außerdem taugt sie gut als Heilerin. Du solltest auf jeden Fall... Ja, genau. Tja... Ich würde sagen... Liebe Mädels. Heute fällt mir die Wahl sehr schwer. Ich habe nur eine Rose zu vergeben. Ich weiß, ihr seid alle drei geil auf mich. Und ich muss nur in den magischen Begleiter gucken. Also, nochmal kurz. Also, der hatte hier magische Angriffe, gute Verteidigung. Der haut ganz gut zu und die heilt. Tja. Also, eine Heilerin. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die besser ist. Aber meine vertraute Fee ist ja auch gut zum Heilen. Das Ding hier heilt auch. Das heißt, ich würde einfach mal sagen, Heilerin scheidet schon mal aus. Allerdings hat die den Niedlichkeitsfaktor. Die sieht so ein bisschen aus wie ein fliegender Plankton. Mit Turban und Cape. Der hier hat normale Angriffe. Kick, kick. Geht aber nicht über meinen Affen. Ja, Enemene-Mu-Prinzip. Da ich mich jetzt über die Viecher nicht mehr weiter informieren kann und jetzt auch nicht vorhabe, im Internet groß rumzugoogeln. Komm, wir nehmen die Trompete. Das ist geil. Schimpft sie ja. Ja, komm. Gute Verteidigung, starken magischen Angriff, kann Feinde in Schlaf versetzen. Ah, das ist doch schon mal ganz cool. Oh, Moment mal. Feinde in Schlaf versetzen? Jetzt müssen wir uns hier für einen entscheiden. Hast du dich schon entschieden, welcher dein neuer Vertrauter sein soll? Ja. Bereit? Es schadet wohl nicht, wenn wir die Kreaturen in einem Kampf zähmen, so wie du es gewohnt bist. Falls ihr es vergessen habt, das bedeutet, ihr müsst die Kreatur vermöbeln und dann muss sie Esther auf ihrer Harfe bezirzen. Und macht euch nicht in die Hose. Ich habe ihm befohlen, euch nicht anzugreifen, damit ihr Schwächlinge euch nicht erschreckt und euch davon macht. Jetzt auf zum Schlachtfeld. Das heißt, wir können immer noch wählen, welches Vieh wir... Also gut, Tochter des Rashid. Bist du bereit? Du bist die Einzige, die diese Harfe spielen kann. Probier sie am besten gleich aus, ja? Okay. Gut, hör zu. Wir haben hier drei Kreaturen. Mache eine davon zu deinem neuen Vertrauen. Du weißt, wie man eine Kreatur zähmt, oder? Als erstes musst du sie im Kampf besiegen. Die da sind Freunde von mir. Hab ihnen gesagt, sie sollen sich nicht wehren, wenn du angreifst. Na? Komm schon, verpass deinem neuen besten Freund eine Trachtprügel. Genauso wähle ich meine Freunde auch immer aus. Ach, jetzt kann man zumindest mal die Dingens sehen hier. Die Sternzeichen, die sind natürlich alle wieder Sonne, das ist natürlich irgendwie kack hier ist. Komm, wir nehmen den Trompetzer. Tri, tra, tralala. Tri, tra, tralala. Wo bist du denn? Da. Was für ein Angriff, leck mir am Arsch. Komm, ey. Das ist jetzt ein Scherz. Fehlschlag. Ein Damage. Und damit mache ich doch keinen Damage. Soll ich jetzt wirklich mit dem normalen Angriff da drauf juckeln? Ich kann nämlich kein L1 drücken, um meinen Vertrauten zu nehmen oder zu Oliver wechseln geht ja auch nicht. Mein Gott, komm, hau rein. Obwohl, gib mir Mana. Sieht ja schon geil aus, muss ich sagen. Wenn man jetzt in einem Kampf mal ein bisschen Zeit hat, sich dazu anzugucken und auf nichts achten muss. Cool, cool.
Proviant, fliehen, verteidigen, ja, Angriff, komm. Und nach 10 Stunden Kampfeslust gegen die gegen den fiesen Trompetzer. Kommen wir endlich dazu, dass er total auf uns steht. Warum stehen die Viecher nur auf Mädels und nicht auf Jungs? Das finde ich unfair und sexistisch. Okay, das Viech ist geil auf uns. Ha, schau sich das mal an. Steht einfach wieder auf. Kreaturen tun das manchmal, wenn du sie fertig machst. Siehst du die doofen rosa Herzen über dem Kopf? Das heißt, unserem Freundchen hier ist Zimba. Sieht Esther Sonnenherzchenvieh in ihrer Nähe, kann sie den Herzbefehl benutzen. Dann kann sie es mit einem Liedchen bezirzen oder wieder in die Wildnis entlassen. Aber wenn du dich nicht schnell entscheidest, läuft das Viech so oder so weg. Ich habe denen da gesagt, sie sollen nicht flüchten, weil ihr die Anfänger seid, eh nichts taugt. Ja. Aber jetzt wird doch eh die Zeit gestoppt. Bezirzen. Oh. Der Trompetzer ist gezähmt. Juhu. Nice. Das kann ich jetzt mit allen machen. Trompi, auch geil. Trompi ist super. Nee, wir behalten Trompi. Bist du sicher, dass du den Trompetzer Trompi nennen möchtest? Ja, sicher. Trompi ist jetzt dein Vertrauter. Also eigentlich ganz gut, dass Simon was hat mit Verteidigung. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Kreatur gezähmt. Das war wohl nicht allzu schlecht fürs erste Mal. Wie gesagt, es ist egal, wer die Kreatur besiegt, aber nur Esther kann die Melodie spielen, um sie zu zähmen. Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr mehr Vertraute wollt. Ist für egoistische Dummköpfe wie euch sicher schwer, aber ihr müsst es versuchen. Ey, aber hat der eigentlich einen Arsch auf? Der ist ganz schön dreist, der Meister Solomon, wir verstehen. Toll, Esther, oder? Oh, und ihr könnt neben denen, die ihr im Kampf einsetzt, noch bis zu 3 weitere Vertraute dabei haben. Ja, okay. Schick, aber was passiert, wenn wir übereifrig werden und mehr Vertraute zähmen, als wir unterbringen können? Dann müsst ihr mit meinem kleinen Freund reden. Seht mal da drüben. Nee, seht mal darüber. Ach, dafür sind die. Ach, das ist ein Lagerungssystem. Hallo? Was für ein seltsames kleines Kerlchen. Ist der auch ein Vertrauter? Sei kein Dummkopf. Das ist dein Schlupfloch-Serviceberater. Ach so. Der nimmt dir alle Vertrauten ab, die du gerade nicht brauchst und kümmert sich im Schlupfloch um sie. Aha. Oh, das ist ja praktisch. Dann wirst du wohl ganz schön beschäftigt sein. Was ist da? Ja, ich freue mich schon drauf. Ich bin gespannt, welche Kreaturen es da draußen gibt, die ich zähmen kann. Ihr findet Schlupflöcher in jeder Stadt, die ihr besucht und selbst an einigen gefährlichen Orten. Ich glaube, ich habe auf unserer Reise schon ein paar gesehen. Ja, das glaube ich aber auch. Moment. Sieh nur, dein Vertrauter ist bereit für die nächste Stufe der Evolution. Was? Meine Güte, muss ich euch das auch noch erklären? Ihr wisst ja gar nichts. Schön. Ich werde euch auch etwas über die Evolution beibringen. Oh, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Dann hau mal rein, Onkel Darwin. Aber ich brauche erstmal eine Pause. Gut, wenn ich das auch noch erklären soll, kriege ich einen Krampf in der Zunge. Mhm. Ja, gucken wir uns jetzt erstmal hier alles an. So. Hey, Solomon hat noch mehr zu erzählen, Mann. Wo sind bloß deine Manieren? Oh, okay. Apropos Krampf in der Zunge. Ich müsste auch mal kurz... einen kleinen Schluck Wasser zu mir nehmen. Ja, dann hauen wir direkt weiter. Schön. Zeit, euch etwas über die Evolution beizubringen. Ist ziemlich langweilig, passt also gut auf. Ja, das ist immer eine super Folgerung. Die fand ich in der Schule schon geil. Leute, das nächste Thema ist voll langweilig, aber passt mal auf. Ich erkläre es nur einmal. Du siehst, dass dein Vertrauter bereits zur Evolution ist. Okay. Und dafür brauchst du sowas hier.
Sonnentropfen, okay. Ist das eine Art Leckerei? Das ist nicht bloß eine simple Leckerei. Jetzt versuche es einfach, okay? Ich habe keine Lust mehr zu reden. Füttere deinen Wicht damit. Im Kreaturenkäfig? Okay, ich versuche es. Aha. Also wir werden jetzt gezwungen, den Wicht... da steht bereits die Evolution. Wir werden jetzt gezwungen, den Wicht zur nächsten Stufe zu bringen. Ich frage mich, wie selten... Beziehungsweise wie häufig diese Dinger sind, womit man das machen kann. Mit Sonnenzeichen die Evolution zu... Ach so, okay, die sind dann für alle Sonnenviecher. Ups, ich wüsste gerne noch, Nein! Ja, das meine ich nämlich. Lernbare Tricks vom Wichtel. Unsere Stufe 50 ist ja noch auf Fragezeichen. Trickliste umschalten. Das sind die lernbaren Tricks. Okay. Bestätigen. Wichtel zu einem Wunderwicht werden lassen. Werden da auch die Sachen an? Dann hat er ja viel weniger Angriff. Krass. Hä? Der ist ja viel schwächer. Kann mir das mal einer erklären? Ach, der wird wieder zu Stufe 1. Ja, sicher. Das sehe ich ja jetzt erst. Okay, also Angriff und hier Verteidigung ändert sich nicht. Die Ausdauer wird ein bisschen höher. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der kriegt natürlich andere Fähigkeiten. Ach so, ja Hammer, da muss man die wieder komplett aufladen. Ja, ist ja gut. Nom 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 nom. Nom nom. Heiß, bauchfrei. Wichtel hat sich in einen Wunderwicht verwandelt. Die Anzahl verschiedener Tricks, die Wichtel im Kampf nutzen kann, steigt um 1. Ach so. Okay, das ist dann wieder cool. Super, seht euch meinen Vertrauten an. Das ist Evolution. Wenn ein Vertrauter groß genug geworden ist, kannst du ihn mit speziellen Leckereien füttern, damit er einen Wandel durchmacht. Evolution, kapiert. Wenn Vertraute eine Evolution durchmachen, werden sie stärker, sehen anders aus und lernen bessere Tricks. Aha, die werden also hoffentlich in jedem Fall stärker. Sie können dann auch mehr Edelsteine verputzen, also kannst du ihnen noch mehr Tricks beibringen. Welche Leckerei du einem Vertrauten geben musst, um eine Evolution auszulösen, hängt von seinem Zeichen ab. Da wärst du allein nie drauf gekommen, was? Ach ja, und noch eine unschätzbare Weisheit, die du dir nicht verdient hast. Wenn Vertraute die Evolutionsleiter hochklettern, wird ihre Stufe auf 1 zurückgesetzt. Ach was. Aber das heißt nicht, dass du wieder ganz von vorne anfangen musst. Wenn du sie hochstufst, werden sie viel stärker sein als vorher. Es ist deine Entscheidung, ob du deine Vertrauten eine Evolution durchmachen lässt oder nicht. Es gibt Idioten, die belassen es lieber dabei. Mir ist das egal. Sonst muss ich euch aber nichts mehr erklären, oder? Ihr wisst jetzt genug, richtig? Ja, Meister Solomon. Gut, ich hasse es, das alles zu erklären. Wenn ihr die ganzen langweiligen Einzelheiten nochmal hören wollt, fragt einfach den langweiligen sprechenden Stein, den ihr mit euch rumschleppt. Hat jemand meinen Namen erwähnt? Der grinste mal so geil direkt, ey. Ah! Es ist wie seine Überragendheit gesagt. Ich kann seine Erklärungen jederzeit detailgetreu wiedergeben. Ihr müsst mich nur fragen und... Langweilig, gar, dass dich kein bisschen verändert. So, ihr wisst jetzt jedenfalls, wie alles funktioniert. Ihr könnt losziehen, haufenweise Kreaturen zähmen und sie eine Evolution durchmachen lassen. Ja, alles klar, wir sehen uns in 40 Stunden wieder. Vielen herzlichen Dank, euer Ehren. Danke, euer Überragendheit. Gut, wohin nun? Können wir schnell zurück nach Alkuwald? Ich will nachsehen, wie es meinem Vater geht. Sicher. Wir können ihn auch nach den anderen großen Weisen fragen. Auf Wiedersehen, Meister Solomon. Danke für alles.
Ach, ist nicht der Rede wert. Im Ernst. Haltet die Klappe und verschwindet. Ja. Herzallerliebster Mensch. Aber. Gucken wir mal. Wo lösen wir denn jetzt unsere Tickets ein? Alles klar, also unser Wicht hat sich verändert. Und hat neue Tricks gelernt. Okay. Sollte man Viecher, die, Achso, ja, stimmt, Kieselregen. Ne, Moment, der Kieselregen. Der ist dazugekommen. Der kann doch einen Level 7 Trick. Das heißt, bei der Evolution behält der die Tricks, die der schon kann, aber die Tricks, die der noch nicht kann, kann der dann auch nicht mehr lernen. Das ist ja öde. Weil mein Level 50 Trick mit dem Wicht, den kann ich ja jetzt nie wieder lernen. Den Kieselregen kann der nehmen. Hm, sehr seltsam. So, dann können wir auch anfangen, die Viecher zu füttern. Zumindest, ja, mal gucken. Wie geil ist der denn bitte, ohne Spaß. Ein wirbelnder Rempler verursacht bei einem einzelnen Gegner physischen Schaden. Der finde ich doof. Dunkler Fluch hört sich viel geiler an. Ein teuflisches Heulen knallt über das Schlachtfeld, verflucht einen einzelnen Gegner. Das ist Stufe 16, naja. Das hört sich doch geil an. Die sind echt geil, die Viecher. So, ein paar Sachen noch muss ich hier noch machen. Da weiß ich immer noch nicht, was da hinkommt. Wir müssen unsere Tickets einlösen. Das müssen wir hier noch irgendwo tun. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an, Viecher zu fangen, wa? Also.